Ich bin Philologe, Historiker und Philosoph und ich erforsche den arabischen Einfluss in Europa. An den vielen Arabismen in der deutschen Sprache können wir immer noch erkennen, wie tiefgreifend dieser Einfluss war. Zum Beispiel an Wörtern wie Algebra, Ziffer, Chemie, Alkohol, Safran, Schach und so weiter. Eine wichtige Frage meines Forschungsgebietes ist, welche Geschichte Orient und Okzident gemeinsam haben und was sie bei allen Gemeinsamkeiten trennt. Mich begeistert an meinem Forschungsgebiet, dass ich in der Vergangenheit hervorragende Denker antreffe, die ich vielleicht dem Vergessen entreißen kann. Ich sehe es so, dass ein Teil meines Berufes als Geisteswissenschaftler es auch ist, ein ungeduldiger Intellektueller zu sein. Und so blicke ich mit Sorge auf simplifizierende Auffassungen von Orient und Europa in der Gegenwart. Meine Damen und Herren, Dirk Hasse hat es gerade formuliert und ich schließe daran an. Eine der zentralen Aufgaben moderner Geisteswissenschaften ist es nicht, wie gelegentlich unterstellt wird, die Komplexität von Welt und Gesellschaft zu reduzieren oder zu simplifizieren oder in Orientierungswissen zu übersetzen, sondern im Gegenteil die Komplexität der uns umgebenden historischen, kulturellen, normativen, ästhetischen Ordnungen, diese Komplexität zu steigern und zu bearbeiten, indem sie, die Geisteswissenschaften, Weisen des Weltverhältnisses und der Weltauslegung erforschen und rekonstruieren, die nicht mehr unsere eigenen sind oder hier nicht unsere eigenen sind. So halten sie die historischen und kulturellen Alternativen zum Gegebenen für die Gesellschaft verfügbar. Statten Sie uns mit dem aus, was sich Möglichkeitswissen nennen ließe, also mit dem Wissen darüber, dass die Dinge weder zufällig noch notwendig so sind, wie sie sind. Wie bereichernd solcherlei Forschung sein kann, das zeigen die Arbeiten von Herrn Hasse auf ziemlich vorbildliche Weise. Mit großer analytischer Kraft erforschen und rekonstruieren sie die intellektuellen Beziehungen zwischen christlichen, jüdischen und muslimischen Gelehrten und ihren Institutionen seit dem Mittelalter und stellen sie so die Frage nach den kulturellen Grundlagen Europas in einen ganz neuen Zusammenhang, wie man in Parenthese hinzufügen kann, in einen Zusammenhang von ungeheurer gesellschaftlicher Aktualität. Immer wieder machen sie dabei deutlich, der Austausch zwischen Okzident und Orient war vielschichtig und weit gespannt. Der Einfluss arabischer Gelehrsamkeit auf die europäische Philosophie, Theologie, auf die europäischen Naturwissenschaften war bis in die frühe Neuzeit hinein, also bis vor gar nicht langer Zeit, muss man sagen, enorm. Und so öffnen Herrn Hasses Forschungen also eine Vielzahl an produktiven Perspektiven, die weit über sein Fachgebiet, die Philosophiegeschichte, hinausreichen. Auch, weil sie durchwegs von einer außergewöhnlichen methodischen Originalität getragen werden. Kein Zufall also, dass eine große Reihe seiner Arbeiten zu viel zitierten, ja viel bewunderten Standardwerken geworden ist, darunter vor allem seine Untersuchung über Avicennas De Anima in the Latin West. Neben seinen Leistungen als Forscher hat Herr Hasse sich auch als Wissenschaftsorganisator einen Namen gemacht. Das sieht man unter anderem daran, dass er zwei wichtige Langzeitvorhaben auf den Weg gebracht hat, die er seither als Leiter betreut. Einmal das an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften angesiedelte Vorhaben zur Erforschung der Adaptionen, Aneignungen, Transformationen des ptolemäischen Weltbildes in den westöstlichen Kulturbeziehungen.
und andererseits das DFG-Langfristvorhaben zur Erschließung der fachsprachlichen Beziehungen zwischen lateinischer und arabischer Welt in einem arabisch-lateinischen Glossar. Ausgebildet worden ist Herr Hasse als Latinist, als Gräzist, Arabist und Philosoph in Göttingen, Yale, Tübingen und am Londoner Warburg Institute. Seit 2000 forscht er in Würzburg, wo er 2005 eine Lichtenberg-Professur antrat und seit 2010 den Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie innehat. Lieber Hasse, es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute den Leibniz-Preis überreichen darf, nicht nur, weil dann passiert, was ganz selten der Fall ist, dass zwei Medievisten zugleich auf der Bühne stehen hier, sondern weil er es Ihnen in Zukunft so leicht wie nur möglich machen möge, ein ungeduldiger Intellektueller zu sein, ein ungeduldiger Intellektueller, der mit seinen Arbeiten an die historischen und kulturellen Komplexitäten der europäischen Welt in ihren Kontexten erinnert. Herzlichen Glückwunsch.